Was könnte ich dich jetzt fragen? Oh, hi, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, in diesem Video möchte ich mit dir die vier Fragen, da möchte ich dir vier Fragen verraten, mit denen du nicht nur wertvolle Informationen über deinen Gesprächspartner bekommst, sondern auch sofort ja die Aufmerksamkeit und das Interesse deines Gegenübers bekommst. Egal, ob du jetzt online, offline arbeitest, ob du im Rekrutierungsgespräch bist, ob du gerade im Verkaufsgespräch bist, Fragen sind ein ganz entscheidendes Element ja in deinem Gespräch, ja, weil nur durch, wenn du Fragen stellst, ja, dann erkennst du, ja, welchen Bedarf die Person hat, welche Wünsche, welche Ziele die Person hat, welche Herausforderungen, welche Schwierigkeiten. Und nur wenn du diese Antworten bekommst, ja, dann hast du auch die Möglichkeit, die für die Person wichtigen Punkte halt einfach auch anzusprechen und ja, genau die Punkte eben herauszustellen, die für ja den Gesprächspartner halt wichtig sind. Und wenn du jetzt einfach dran bleibst, ja, dann wirst du bis am Ende des Videos, wirst du dann diese vier Fragen von mir haben, wirst sofort in der Lage sein, ein super einfaches ja Gespräch überall und zu jeder Zeit zu führen und ja mit dem Ziel, dass du die volle Aufmerksamkeit hast und dann eben auch dein Angebot präsentieren kannst. Also lass uns starten. Die erste Frage ist, wenn du ja jetzt zum Beispiel bei einer Person am Küchentisch sitzt oder wenn du bei einer Person zu Hause bist oder wenn du die Person ja unterwegs triffst, egal wo, du kannst dieses Gespräch immer so in dieser Art führen. Ja, du musst einfach nochmal die Grundbausteine für dich verinnerlichen, dann kannst du sie jederzeit so ausspielen, wie du es gerade benötigst. Die erste Frage ist, wenn du im Gespräch bist, mal angenommen, du sitzt jetzt am Küchentisch, könntest du einfach dann fragen, entweder zu Beginn des Gesprächs oder du hast jetzt schon ein bisschen Smalltalk mit der Person gehalten, dann könntest du die erste Frage stellen, ja, die in etwa so lautet, was ich dich die ganze Zeit schon mal fragen wollte, hast du eigentlich noch Wünsche, hast du noch Ziele in deinem Leben, die du unbedingt erreichen willst? So, und jetzt kommt in der Regel entweder ein Ja, das ist oft der Fall, aber es kann auch mal ein Nein kommen. So, wenn ein Nein kommt, ist das in der Regel nicht die richtige Person für Network Marketing. Network Marketing ist ein Business, welches proaktiv ausgeführt wird, ja, wo wir nicht einfach zu Hause sitzen und warten, bis jemand kommt, sondern wo wir proaktiv auf andere Menschen zugehen. Und wenn Menschen eben keinen inneren Antrieb haben, weil sie kein Ziel haben, was sie antreibt, ja, dann werden die Menschen sich einfach nicht bewegen. So, und da wir halt proaktiv sein müssen, das heißt, da wir uns bewegen müssen, ja, in diesem Business, ist das in der Regel keine Person, die dich und dein Unternehmen halt weiterbringt. So, also auch hier schon die Erklärung, was bezweckst du mit dieser Frage? Du sortierst sofort aus, ob die Person interessant ist oder halt eben nicht. So, wenn du merkst, die Person hat keine Ziele, dann macht es auch da gar keinen Sinn, weiterzugehen, weil du brauchst Menschen in deinem Team, die hungrig sind, die gierig sind und das setzt in der Regel ja Ziele voraus. Die zweite Frage, die du dann einfach, in die du so überleiten kannst, ist, wenn die Person jetzt Ja sagt und du merkst, okay, könnte jemand sein, der hat noch Antrieb, dann könntest du darauf aufbauen und könntest zum Beispiel sagen, erzähl mal, welche Ziele sind es, ja, was willst du auf jeden Fall mal sein, haben, tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle in deinem Leben spielen würden? Was wäre das? Was würdest du dann machen? Und der Hintergrund dieser Frage, ist einfach, um herauszufinden, welche Punkte die Person hat, ja, weil oft versuchen wir die Menschen über Geld zu motivieren, aber Geld ist halt eben nur ein Antreiber. Ja, manchmal kann es auch sein, dass die Person einfach 70 Stunden die Woche unterwegs ist, die Familie kaum sieht, keine Zeit für Freunde hat, ja, und das kann emotional ein viel wichtigerer Antreiber sein, ja, der die Person zum Handeln bringt, wie jetzt zum Beispiel ja das Thema Geld, ja, und da ist es einfach wichtig, dass wir genau hinhören, ja, dass wir herausfinden, was tatsächlich die Wünsche sind, ja. Und wir sehen sofort auch, weil wenn wir bei der Person ja sind oder mit der Person schon ein bisschen gesprochen haben, dann sehen wir ja auch gleich so ein bisschen soll ist, ja, wir sehen, hat die Person eigentlich schon das Leben? Wahrscheinlich nicht, sonst wird sie sich's ja nicht anders wünschen.
Und wie weit ist da die Diskrepanz von dem idealen Leben, was sie eigentlich leben will, und dem Leben, was sie halt momentan lebt? Und das sind super wichtige Themen, weil dann können wir später im Angebot oder wenn wir dann eben unser Angebot halt vortragen, genau auf diese Punkte auch eingehen. Dann kommt die dritte Frage. Dritte Frage baut dann auch darauf auf. Und zwar kannst du hier dann einfach mal so, ich nenne es so, bin so einen kleinen Kompetenzcheck machen, ja. Und zwar kannst du dann in der dritten Frage dann einfach hergehen und sagen, super, hast du denn schon einen Plan, wie du diese Ziele erreichen kannst? Und da wirst du in der Regel ja auf Nein stoßen, weil wenn du schon jemanden vor dir hast, der genau weiß, was er will, ja, dann ist es oft so, dass die Menschen sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, wie sie das Ganze erreichen können. Und oft stellt man dann fest, wenn man mit den Menschen dann darüber spricht, ja, dass sie selbst feststellen, dass es mit ihrem normalen Job nicht geht. Ja, weil du kannst, wenn du 500-600 Euro, ja, ich mache jetzt gar nicht mal die großen Summen, wenn du 500-600 Euro mehr im Monat haben willst, dann musst du als Angestellter da ja schon einiges bewirken. Also du kannst nicht einfach, wenn du im Einzelhandel arbeitest, zu deinem Vorgesetzten gehen und sagen, hey Boss, ich brauche mehr Geld, ich hätte gerne 500 Euro mehr. Ja, dafür muss man dann eben schon einiges tun. Und wir können halt im Prinzip hergehen und können sagen, okay, wir reduzieren dann die Ziele. Ja, wir sagen einfach, okay, ich habe nur ein Einkommen X, muss ich halt Ziele streichen. Oder wir können einfach überlegen, wie kann ich es denn schaffen, ja, mit den Bedingungen, die ich jetzt habe, in Zukunft einfach etwas mehr zu verdienen, um ja mein Einkommen an meine Ziele Stück für Stück anzupassen. Ja, und das soll eigentlich diese Frage bezwecken, einfach, dass die Person sich selbst auch mal die Antwort geben kann, hey, ja, eigentlich habe ich keinen Plan, ich weiß nicht, wie ich es erreichen kann, wäre aber eigentlich schon cool, wenn ich so einen Plan hätte. Und dann kommt auch da schon die vierte Frage ins Spiel, und die vierte Frage ist ganz einfach, ich habe einen Plan, ja, ich habe einen Plan für dich, möchtest du den hören? Ganz einfach, ja, mach das mit deinen Worten, das, wie gesagt, du nicht so abhaken, wie ich das jetzt hier gemacht habe, sondern einfach, das einfach in einem Gespräch, ja, einfließen lassen. Und dann wirst du dort in der Regel ein Ja bekommen, ja, also wenn die Person tatsächlich interessiert ist, wenn sie wirklich diese Ziele hat, die sie dir da erzählt hat, dann wird sie natürlich auch hören wollen, ja, was du zu sagen hast. Und jetzt hast du die volle Aufmerksamkeit, und jetzt ist einfach halt nur wichtig, dass entweder du führst das Gespräch so oder du setzt dann eben das entsprechende Hilfsmittel ein. Und jetzt ist halt einfach nur wichtig, dass du wirklich darauf achtest, nicht abzuschweifen, sondern dass du immer wieder die Punkte, die für die Person einfach wichtig sind, dass du die, ja, dass du die aufgreifst und dass du ihr zeigst, wie sie diese Punkte dann eben mit deinem Plan realisieren kann. Okay, das soll soweit bis hierher gewesen sein. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, gib mir einen Daumen hoch, teile das Ganze mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen diese Infos interessant sein können. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wenn du jetzt Lust hast auf mehr Erfolg, wenn du Lust hast, an deinen Zielen oder deinen Zielen ein Stück näher zu kommen, wenn du aber noch nicht weißt, welchen Weg du dazu gehen kannst, wenn du Lust hast, in einem großartigen Team, ja, die nächsten Schritte zu gehen, dann habe ich unterhalb des Videos für dich einen Link bereitgestellt, wo du dir kostenlos alle Informationen anfordern kannst. Wie gesagt, einfach unterhalb des Videos den Link klicken. In diesem Sinne wünsche ich dir ja maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Video. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.